Damit begrüße ich euch wieder hier ganz herzlich zurück zu The Legend of Zelda Ocarina of Time. Holy shit. Was erwartet mich jetzt hier? Was? Okay. Mann. Knapp. So, ich habe noch einen Hinweis bekommen. Den müsste ich eigentlich nachgehen. Aber ich weiß gerade nicht, wie ich hier hochkomme. Ah, ich weiß, dass ich hier eine Schlüsseltür habe. Aber das war's. Hier kann ich was schieben. Dann schiebe ich einfach mal. Kilometer über Kilometer über Kilometer. So, und dann hier wieder ausziehen. Okay. Hier kann ich noch raus. Gut. Hier nicht gut, hier kann ich gar nicht rüber. Hier durch, schnell. Mir nichts passiert. Okay. So, was habe ich jetzt hier? Da hoch. Nein, aber ich komme dahin. Oder auch nicht. Yes. Ah, erwischt. Nee. Hör auf so zu piepen. Ich mag das Piepen nicht. Ach nee, ne? Ein Stück weiter vor. Yes. Ich hab's noch erwischt. Komm. Ich muss meine Rüstung aus, meine Schuhe ausziehen und nach oben schwimmen. Ansonsten bin ich tot. Komm, schwimm. Danke. Ha. Knapp. Und das alles für einen kleinen Schlüssel. Mhm.
Schuhe wieder ausziehen. Ah, puh. Und wieder raus. Seht ihr? Irgendwas ist da unten, aber das ist mir egal, was da unten ist. Ich sehe erstmal nichts auf der anderen Seite. Insofern. Da unten ist nichts außer eine Grube. Zack. Und wir können wieder hier lang. Und hier wieder hoch. Wie komme ich denn da hoch? Ernsthaft? So, drehen, drehen. Und anvisieren. Okay. Ist hier irgendwas? Nee, ne? Nein. Oh, perfekt, perfekt, perfekt. Okay, da darf ich nicht lang. Wie soll ich das denn machen? Wie komme ich denn daran? Ha. Da komme ich gar nicht so einfach hin. Ich stelle mir jetzt gerade die Frage, wie ich hier allgemein wieder rauskomme aus dem Dungeon. Probieren wir es einfach. Feuer. Machen wir das. Oben rechts, links, rechts. Okay. Oben rechts, links, rechts. Denn mir fehlt was ganz Wichtiges. Scheinbar. Und das werden wir uns jetzt erstmal ganz kurz holen. Ist zwar nochmal etwas, wohin, wo wir schon mal waren, aber naja, ne? Ist ja halb so schlimm. Schnell hier weg, mit dem will ich nichts zu tun haben. Wartet. Wie war das? Ah, Mann. Ich und mein Gedächtnis mit diesen Liedern.
Oben links, rechts, okay. Geht schneller. Schön, wie es mich immer wieder wegschubst. Das nette, liebe Pferd. Ernsthaft? Oh mein Gott, naja. Also machen wir uns zu Fuß auf den Weg. Aber zum Glück kennen wir ja hier eine Abkürzung. Lass mich in Ruhe. Ja. Klitzekleine Abkürzung. Ich weiß nicht, wie man da rüberkommt, aber ist in Ordnung. Jetzt muss ich wieder das Lied spielen. Hier ist es auch falsch. Wäre das Lied von Saya? Moment. Von Epona meine ich. Dass ich mir das nie merken kann, ey. Stand er gerade mit den Füßen im Stein drin? Egal. Oh, was machst du denn schon wieder hier? Ja, ich habe den Hinweis bekommen, dass ich halt nochmal da, wo ich auftauen sollte. Und wenn ich das auftaue, kriege ich dafür was Besonderes. Und das heißt, ich muss jetzt hier wieder komplett zurückrennen in diesen blöden kleinen Mini-Dungeon rein. Und muss das Feuer holen und dann diesen Sora-König befreien, um dann, ungelogen, eine Rüstung zu bekommen. Yep, mehr ist es nicht. Alles nur für eine klitzekleine Rüstung. Au. So. Na komm. So.
Okay, das heißt also, was brauche ich jetzt hier? Ich brauche hier einmal eine Flasche. Toll ist, ich weiß nicht mal mehr, warum ich das da freimachen sollte. Gut, hier ist ein Rubin drin. Das könnte ich ja noch verstehen, aber... So, damit ich ja nicht nochmal irgendwie in diese Betrüge komme und nicht weiterkomme. So, jetzt muss ich genau überlegen, wo will ich lang? War das hier, wo ich noch schon Feuer bekomme, oder? Ich werde sicher nicht den Weg nach ganz oben antreten, wo ich da hochklettern musste. Ah, gut. Den können wir meinetwegen nehmen. Warum schiebst du nicht? Komm. Vielleicht reicht das schon. Ja, es reicht. Okay. Ja? Und nochmal. Schnell was anderes auswählen. Hoffen, dass ich da ohne Probleme wieder rauskomme. Perfekt. Die sind schon wieder da, obwohl ich die kaputt gemacht habe. Was soll denn das? Die sind auch wieder da. Ist klar. Das da könnte sich lohnen. Deswegen habe ich zwei mitgenommen. Nur ein Zehner. Okay, für den Zehner hat es sich nicht gelohnt, aber egal. Wir wollen den Sora-König befreien. Kann ich noch schneller schwimmen? Ich weiß es nicht. Vielleicht kann ich damit auch auf dem Wasser laufen. Wir werden es ja gleich erfahren. So. Dann brauchen wir jetzt oh, danke, es funktioniert. So darf ich wieder nicht mit ihm reden. Ich muss wieder mich dahin stellen, ne? Thank you.
Ich fühle mich wie neu geboren. Seid ihr es, der mich vom Eis befreit hat? Ich danke euch. Mir scheint, ihr könnt euch nicht sehr lange unter Wasser aufhalten. Als Zeichen meines Dankes, nehmt bitte diese Rüstung mit. Mit ihr könnt ihr auch unter Wasser atmen. Okay, damit haben wir die Sora-Rüstung. Was es uns angenehmer macht, unter Wasser zu atmen. Und jetzt den ganzen Weg zurück. Na. Also mal laufen. Aber, ihr seht, ich lese auch die Kommentare und ich reagiere darauf. Vielleicht bei dem einen früher oder später, aber... Wie soll ich denn das jetzt schaffen? Ah. Vielleicht hilft ja... Vielleicht hilft die Vogelscheuche. Nö, auch nicht. Naja, Versuch ist wert. Als Kind konnte man hier jedenfalls noch lang. Arr. Auf dich. Lass mich in Ruhe. Ich habe auch keine Lust. Zehn, zehn, zehn. Na, jedenfalls etwas. Dann müssen wir jetzt wieder auf die andere Seite. Aber dafür haben wir ja Epona. Drehst du dich? Diese Geister überhaupt besiegen kann. Bremsen und runter. Schön, wie das Pferd brunzt.
Und wir gehen wieder in den Dungeon. Zack, 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 zack. Schüche anziehen. Und schön, dass meine Energieanzeige da entsprechend... Oder meine Luftanzeige... Das ist ja nervig, der wechselt ja jedes Mal wieder zurück in das andere Menü, wenn man einen Bildschirm-Switch hat. Naja. Okay, da komme ich jetzt so nicht rüber. Das heißt, wir gucken mal. Da komme ich jetzt auch so nicht rüber. Das ist ja doof. So oder so muss ich runter. Da komme ich aber hin. Haha. Bringt mir das irgendwas? Moment. Das könnte mir was bringen. Ja, komm. Moment, ich höre irgendwo eine Skulptur. Ich höre irgendwo eine Skulptur. Kommen wir hier? Wie komme ich dahin? Da ist die Skulptur. Okay, aber damit komme ich nicht ran, ne? Ah. Vielleicht funktioniert das ja. Dass das Wasser jetzt wieder steigt. Oh, schön, 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 schön. Gut, so hoch steigt es jetzt dann doch nicht. Wie ich es mir erhofft hatte. Aber vielleicht komme ich ja trotzdem jetzt ran. Nee. Da oben komme ich auch nicht ran. So, wartet mal. Vielleicht. Wenn ich das so mache. Komme ich nach unten. Vielleicht komme ich hier runter, genau. Und hier finde ich vielleicht was. Hier ist ein Schalter. Die Frage ist, was hat es mit dem Schalter auf sich? Ah, ich befürchte Schlimmes, was es auf sich hat. Oh ja. So, und der letzte. Na komm. Warum? Warum? Warum, warum, warum? Alter. Könntest du bitte? Das gibt's nicht. Endlich. Was für ein Betrug war das denn, bitteschön? Und schwimmen wir wieder nach oben und sind
an der nächsten Küste. Okay. Gut. Dann würde ich sagen, also wir haben die Sora-Rüstung. Wir haben zwei Schlüssel. Insofern eigentlich alles super. Sehen wir uns im nächsten Part wieder. Ich bedanke mich ganz herzlich. Ich sage bis zum nächsten Mal und ich bin euer Tro. Haut rein. Tschüss.